So. Wenn du nämlich zu dem gehst, wo ist er denn? Hier. Pass auf. Sie müssen nicht schüchtern sein. Ich stelle nur gerade das Update vor. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Freitagsfolge steht an. Das Wochenende steht ebenfalls an. Und an dieser Stelle möchte ich gerne nochmal an den magischen Livestream erinnern. An den Oster-Livestream. Ich mache heute nochmal im Laufe des Tages eine Ankündigung diesbezüglich. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Wir werden zwar jetzt nicht My Summer Car spielen, sondern spielen mal zwei andere Spiele an. Aber das sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein. Heute in dieser Folge, jedes Mal spawnt der Helm wieder hier. Warum? Setzt alles zurück, obwohl gespeichert ist. Heute wollen wir uns mal ein Update angucken, was es jetzt schon wieder gab. Habt da die Information dazu bekommen von euch. Und das hatten wir auch schon in dem letzten Livestream gestern am Donnerstag schon mal kurz besprochen. Wir schauen uns das Ganze mal an, auf jeden Fall. Vorher möchte ich zwei Sachen noch machen bzw. ausprobieren. Einmal hier ein weiteres Spiel runterladen, dass wir die Zeit nutzen und dann das betreffend. Unser Satsuma hat es nach unten gelegt, weil das Seil hat sich entfernt nach dem Speichern. Okidoki, so. Dann fahren wir das mal hoch. So, jetzt müssen wir, Terlaps. So, das haben wir dann ATDT. Dann den guten Code, wo ist der Zettel? Hier. So, 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 so. So, so. Enter. Internetverbindung wird aufgebaut. Das machen wir jetzt noch ganz schnell. Press Return. Dann gebe ich meinen Namen ein. So. Jetzt ist slash F. Zack. So haben wir jetzt. Wir hatten Wald West. Ich hoffe, da hat er das komplett runtergeladen. Wir können ja noch mal gucken. Wie wartet? Slash Load File Name. Wild West mit V. .exe c doppelpunkt command slash load file name, also hier file name, ich fahre hier voll drauf rein, ne? Slash load wild west mit v punkt exe enter. Er hat es, glaube ich, schon mal runtergeladen. Ich lade das nochmal runter. Lassen wir mal. Ich muss es halt beobachten, ob das wirklich dann am Ende der Folge runtergeladen hat, ne? So, dann kümmern wir uns noch ganz kurz um den Traktor. So, da habe ich den Hinweis gekriegt. Die Gabel runter. Den Arm runter. Weil wir ein Stück vorgefahren sind, ist das natürlich alles wieder ein bisschen verschoben. Und das Seil hat sich verlängert. So. Angst, dass die Gabel das Auto kaputt macht. Das wär's, ne? So. Ja, und Teufel spricht, wa? Jetzt geht das schon wieder los. So, Motorhaube ist weg. Kein Ding. Solange es nur die Motorhaube ist. So, wir probieren das Ganze jetzt nochmal aus. So. Zack. An der Gabel festmachen. Zack. Viele haben das noch gar nicht gewusst, dass das geht. Freue ich mich natürlich, wenn ich euch das zeigen konnte.
So. Arm hoch. Ich glaube, jetzt schwebt es schon in der Luft, ne? Diesmal klappt. Oder? Warte mal, wir müssen nochmal die Räder dran machen. Zumindest auf einer Seite. Dann sehen wir das. Da brauchst du gar nicht die Gabel auch hoch machen. Da reicht, wenn die Gabel unten ist. Ja, jetzt klappt es auf jeden Fall. Gut, das war der Fehler. Also, es schwebt doch in der Luft. Das Auto. Nicht so, wie wir es in der letzten Folge am Mittwoch hatten. Da hat sich das einfach nicht in die Luft behoben, das Auto. Das hatten wir irgendwie falsch gemacht, weil wir vorgefahren sind. Und da macht sich das Seil automatisch lang. Ist halt mein Sommercar. Da geht das dann natürlich. Dann wird natürlich das lang. Es ist selbstverständlich. So ist er jetzt eindeutig oben, ne? Und ich glaube, wenn ich jetzt die Gabel nochmal nach oben mache, ist der noch ein Stück höher, oder? Aber wie gesagt, die Gabel kann man sogar so lassen, wie sie ist, ne? So, jetzt haben wir mal die Gabel ganz hoch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das noch höher zieht. Oder ob das denn so bleibt. Na gut, ich denke mal, das bleibt so. Also, ihr könnt sehen, es funktioniert ohne Probleme. Wenn man es richtig macht, dann schwebt auch der Satsuma an diesem Seil. So, jetzt würde ich noch ganz schnell natürlich mal festschrauben hier. Nicht, dass der wieder hier so ganz kurios dann unten steht, ohne Räder. So viel Zeit muss noch sein. Und dann kommen wir zum Update. Dann gucken wir uns das Update an. Wir werden heute mal einige Fahrzeuge durchtesten. Nämlich mit meinem Lieblingsspielzeug, nämlich mit den Hupen. Das Geräusch am Lenkrad, ne? Keine anderen Hupen. Ist klar. Nicht, was ihr schon wieder denkt. So. Dann schauen wir das hier noch fest. Dann teste ich einmal was. Wir müssen eh gleich in den Satsuma rein. Weil es gab ein neues Update. So, das ist fest. Platten scheinen wir jetzt keinen zu haben. Kann natürlich sein, dass die Batterie wieder down ist, ne? Wenn dem so ist, dann freue ich mich. Den Arm bitte runter. So. Das ist, denke ich mal, ist vollkommen ausreichend. Und dann einmal lösen. Zack. Genau, das Zimmer steht wieder unten. Perfekt. Also, das mit dem Schweben geht. Am besten, ihr macht den Arm so. Ihr dürft dann halt den Traktor nicht mehr bewegen. Dann Seil an Stoßstange und an der Gabel festmachen. Einfach den Arm nach oben und dann schwebt er auch ohne Probleme. Und dann könnt ihr auch da wunderbar Reifen wechseln. Ohne Probleme. Natürlich kann man das auch im Stehen machen, auch in der Realität, ne? Wurde ich auch darauf hingewiesen. Aber ob das natürlich gut fürs Auto ist, da muss ich euch recht geben. Das bezweifeln wir alle. So, jetzt gucken wir mal. Zündung. Oh, es geht. Wir machen den Motor an. Und dann merkt man, es dauert schon länger. Denn das hat es schon. Es gab da wieder irgendein Update, dass das jetzt ganz normal ist, dass es beim ersten Start länger dauert als normal. Also da wurde das auch nochmal alles überarbeitet. So, mal aus. Boah, Knall. So, dann gibt es das nächste Update. Die Hupe, wie gesagt. Die Hupen wurden nämlich überarbeitet. Hier haben wir Nummer 1. Ich weiß gar nicht, ob der Traktor auch eingekriegt hat. Das müssen wir mal ausprobieren. So. Na. Gut, also Traktor war es nicht. Traktor ist der einzigste und der Roller ist der einzigste, der keine Hupe gekriegt hat. Und dann gucken wir hier mal beim Roscoe. Und wie ihr mitkriegt, es gibt unterschiedliche Hupen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier mit den Mods-Auto aussieht. Da probieren wir uns einfach mal durch. Gut, der hat keine Hupe gekriegt. So. Türe auf. Der hat diese Hupe. Wunderbar. Nee, raus. Nee, pressen. So. So. Der hat dieselbe Hupe. So, dann gehen wir noch zum Pickup. So. Wieder eine andere Hupe. So, zum Kneckbert und zum guten Drabi. Ich glaube, der hatte eine Hupe. Der hatte keine Hupe, okay. Kommt vielleicht noch, ist wie gesagt auch noch in der Alpha. So, und dann gehen wir noch zu unserem Van. So. Und der hat
auch eine Hupe. So sieht das aus. Das ist das Hupen-Update. Jetzt fehlt uns natürlich noch der Truck. Den werden wir uns jetzt natürlich auch noch anschauen, denn der hat auch eine neue Hupe bekommen. Das kann ich an dieser Stelle schon mal verraten. So, wir machen hier bloß mal die ganzen Türen zu. Wollen ja hier keinen Kratzer am Lack riskieren, ne? Also aktuell, wie gesagt, der Traktor und der Roller, die haben keine Hupe bekommen. Die sind noch stimmenlos quasi. So. Ansonsten wurden die Hupen überarbeitet. Es gibt verschiedene. Und ich wollte sagen, komm, ich habe erst überlegt, ob wir rüberfliegen. Da geht es schneller. Aber ihr freut euch ja alle auf den Knickbad, auf den Trabant. So, dann warten wir mal damit eine Runde fahren. So, anschneiden ging ja hier noch nicht, genau. Dann machen wir hier runter. Dann machen wir, wie gesagt, ja, ist jetzt, hallo? Jetzt ist er an. Okay, perfekt. Er ist an und der Schlüssel ist raus. Wie geht denn das? Magic. Magic. Mal gucken, ob der Tacho wieder funktioniert oder ob er immer noch ausgefallen ist. So, wie gesagt, ist eine frühe Alpha. Gibt es auch ach, aktuell nicht zum... Ach ja, mit viel Gas, alles klar. Ich habe es wieder vergessen. So. Gibt es auch noch nichts zum Downloaden. So, viel Gas. Und let's go. So, dann schießen wir jetzt einmal in die City, würde ich sagen. So einen kleinen Kneckbert hier. Ich finde die Mod mega gemacht. Mega gemacht mit dem Trabi. LKW im Bus voraus, okay. Steht mir glaube ich nicht mehr. Das wird ein runter vom Gas. Der Bus, die kriegen wir noch, bevor der abbiegt. Oh Gott. Bremsen, Probe schalten. Ja, ja, au. Bus? Nein, das ist meine Rennstrecke. Bist du schon da? Bus, das ist Turban, ne? Der lässt nicht los. Der lässt nicht los. Ich bin schneller als du. Lass mich von der Ruhe. Gehoben ist etwas, ey. So. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Das war gerade noch ein Kopf an Kopf drin. Mal Rückspiegel. Ist der wahnsinnig? Ist der Busfahrer wahnsinnig? Ja, ist er. Definitiv. Tja, hast aber trotzdem gegen Trabant verloren, ne? Das wird statt blinken, aber Blinker gibt es auch noch keinen. So. Und einmal die Gülle in Werbeschätzung. Das ist der Unterblick. Ach, stimmt ja, den müssen wir ja noch entladen, ne? Das haben wir noch gar nicht gemacht. So. Einmal drehen. Gut. So. Zack. Motor ist gleich freiwillig ausgegangen. Stimmt, ja, den müssen wir ja noch entladen. Wie viel hat denn der drinne? Ein Kunden. Das kostet mich wieder über 1000. Komm, das machen wir gleich noch mit. So, der ist ja eh da. Das kommt gleich wieder. Ja. Habe ich ja gesagt. Ja. Das ja, guck. Ja. Unter 2500. Oh, 304. Hey. Wir hatten uns letztens doch auch bloß noch einen Kunden drin. Da mussten wir über 1000 bezahlen. Ich verstehe diese Zahlungsmoral hier nicht. Also ich reg mich jetzt nicht auf. Das sind gerade mal 344, ne? Aber... Wo hat denn da wieder hier diese... Muss ich mich wieder reinbeugen? Wo ist denn hier wieder dieser Zahlungspunkt, ey? Nix Satana. Pass auf. Was du deine Zahlungspunktmoral hier, Apostel? Ja, da war's. Ich hab's gerade gesehen. Ganz kurz. Boah, das ist doch. Dass sie das noch nicht gefixt haben, ne? 2000 Jahre später. Da. Haben sie es bezahlt? Ja. Gott sei Dank. 8 Stunden später, da. Meine freundliche Gesichtsauszüge, du. Wir wollen es ja mal lieb umschreiben. Und der quatscht immer noch, ne? So, pass auf.
Jetzt hören wir uns erstmal die Hupe an vom Gifu LKW. Nice. Also wenn das nicht mal richtig geil gemacht ist. Und ich weiß noch, dass ich vor kurzem mir so ein Horn gewünscht habe, was die Hupe angeht. Dass er hatte ja noch keine Hupe. Dass der mal ein richtig schönes, tiefes Horn kriegt für so einen LKW. So, den wollen wir hier erstmal wieder hochpumpen. Und das dauert, ne? Kostet ja auch keinen Sprit. Ich glaube, bei 8 gibt es eine Ruhe, ne? Ungefähr bei 8. Okay, bei 7 gibt es Ruhe, alles klar. Gut, dann machen wir Tür zu. Dieses Horn finde ich richtig nice gemacht. Ich glaube, es wäre lustig gekommen, wenn das jetzt eine normale Autohupe gekriegt hätte, ne? Das könnte lustig werden. War das zum Glück nicht. Der hat ein stinknormales Horn bekommen. Richtig geil gemacht. So, da hat der Entwickler drauf geachtet, ne? Wie gesagt, sind aber Updates für die Experimental-Version. Also nicht wundern, wer nur die normale Version hat. Dass es da noch kein Update gab, beziehungsweise dass ihr dieses Update noch nicht habt oder auch dieses Update noch nicht ziehen könnt. Das sind Updates betreffend der Experimental-Version. So, dann packen wir den natürlich ordnungsgemäß um. Freue ich mich. Finde ich richtig nice gemacht. So. Ich muss jetzt hier nicht die Knecker kneppern. Jetzt gern. Das ist immer in Ordnung. Zack, 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 zack. Dann haben wir das. Also, das war quasi das Hupen-Update. Das Geräusch der Fahrzeuge, keine anderen Hupen. So, dann gucken wir mal, ob wir einen Herumstreu... Ja, auch den Knickbad kann man durch die Gegend schieben, alles klar. So, jetzt suchen wir uns jemanden, der hier durch die Gegend strömert. Okay. Zack, let's go. Was tut mein Freund, ne? Ich würde hupen, aber mein Trabi hat noch keine Hupe. Das kommt noch alles. Streuner. Let's go. Denn es gibt jetzt die Funktion, wenn man die Taste K gedrückt hält, dass er nämlich grüßt, beziehungsweise mit der Hand winkt. So, und wenn du hier einen herumstreunernden Mai-Sommer-Car Anwohner, Bewohner, Mitbewohner, also diesen NPC. Wo ist er hin? Da ist er. So. Wenn du nämlich zu dem gehst, wo ist er denn? Hier. Pass auf. Die müssen nicht schüchtern sein. Ich stelle nur gerade das Update vor. Wenn du dorthin gehst, ich denke mal, das funktioniert auch so, und dann in seinem Beisein K gedrückt hältst. Ja, habt ihr es gesehen? Grüßt er nämlich zurück. Aber es geht nur halt mit den herumstreunenden Leuten. Wir gucken gleich nochmal bei Timer zum Beispiel. Ich finde es lustig. Die grüßen richtig zurück. Also die heben auch die Hand. Richtig nice gemacht. Also man kann jetzt mit der Taste K gedrückt halten, kann man jetzt grüßen. Wenn man bei Leuten, die hier herumstreifen, das macht, im Beisein dieser Leute, grüßen die auch zurück. Beziehungsweise wir könnten ja auch mal ganz kurz das schon an dem hier testen. Und dann zeige ich euch, dass das leider nur bei den herumstreunenden Leuten geht. Ich bin schon wieder im Zoom-Funktion. So, pass auf. Keine Reaktion. So, probieren wir natürlich jetzt auch gleich noch gerne beim Timer aus. Der ist nämlich genauso gefühlskalt mittlerweile geworden. So, komm hier, dann sind wir schneller unterwegs. Den Trabant muss man natürlich noch mitnehmen. Das gute Stück. So.
Let's go. Go, 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 shit. Ich glaube, mit dem Platzwart, der streuen wir zwar dann auch rum, wenn du auf den Grün fährst, ne? Aber ich glaube nicht, dass der grüßt, ne? Ja, der hält wieder, glaube ich, seine Waffe fest. Aber mit allen anderen Leuten, die hier durch die Gegend quasi rumstreifen, kann man das machen. Die grüßen dann nämlich zurück. So, gucken wir mal ganz kurz bei Timer. Ja. Ja, das ist auch eine Möglichkeit auszusteigen, oder? So. Timer, wir sind wieder da. Hallo, mein Freund. Also, er grüßt ja schon mal, wenn den Laden betrifft. Ja, ja, ich möchte dich grüßen. Ich möchte dich grüßen. Auch der ist gefühlskalt. Den kannst du, glaube ich, nur quasi zur Bewegung zwingen, wenn du ihn beleidigst. Beziehungsweise den Mittelfinger gibst, dann verschränkt er ja die Arme. Ne? Beziehungsweise wenn man mal sich erleichtert. Das sind die einzigsten Reaktionen von ihm. Aber wenn du jetzt hier Karte drückt hältst zum Grüßen, kommt keine Reaktion. Ich sage ja, Time muss halt ein bisschen gefühlskalt. Aber es ist halt nur so. Da kann man das nicht ändern. So, jetzt probieren wir noch ganz schnell den Platzwart noch aus. Aber ich glaube, der grüßt auch nicht. Der streift zwar herum, das ist der einzigste Rumstreuner, bei dem das, glaube ich, nicht funktioniert, weil der hatte die Waffe in der Hand. Beziehungsweise der strömt ja nur draußen rum, wenn du mit dem Auto rumfährst. Sobald du aussteigst, haut er, glaube ich, ab. Deswegen wird es schon gar nicht funktionieren mit dem, ne? Muss natürlich aufpassen, dass wir keinen Leute überfahren, ansonsten kommen wir in den Knast. Das haben wir jetzt mittlerweile auch gelernt. So. Zack. Und dann gleich ein paar Runden drehen hier auf dem Spielplatz, dass der rauskommt. Ja. Let's go. Können wir schon auch wieder aufpassen, nicht dass wir überfahren. Ich weiß es nicht, ob die uns auch betrifft. Hier. Yeah! Schöner Drift. Das hat sich gelohnt. So. Leider vorhin hinterlassen wir keine Spuren, ne? Naja, ein bisschen. Aber so ein, das wäre cool, wenn man so einen Krater hier reinmachen könnte. Komplett einmal die Wiese stürzt. Vorsicht, geht das! Nee, ich bin nicht in den Knast wegen euch. Das, weil ihr nicht aufgepasst habt. Wenn ich hier Fußball spielen würde, dann würde einer mit einem, egal mit was für ein Auto kommt, egal ob es Trabi ist oder Ford Mustang, ich sehe, dass er auf einen Zug gefahren kommt oder in die Laufrichtung quasi gefahren kommt, würde ich niemals mit hinrennen, ne? Da kann man mal die Intelligenz der Jugend hier sehen. Oder, das kann sein natürlich, dass, weil wir hier in der Mod drin sitzen, oder wenn ich seine Mod, dass das Spiel das nicht als Auto erkennt. Das heißt, ja, dass das Spiel nicht erkennt, dass wir hier in einem Auto sitzen und mit dem Auto hier vom Platz fahren. Und somit wird natürlich, der Platzwart nicht, wird der Platzwart natürlich nicht getriggert, ne? Gut, dann sollten wir das lassen. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass der Grüße ist, glaube ich, wie gesagt, der einzige, der rumstreunert mit der Waffe in der Hand, der natürlich nicht grüßt. Ansonsten kann man alle, die hier durch die Gegend laufen, grüßen. Heimo kann man nicht grüßen, Fletari kann man nicht grüßen. Hier aus dem geht immer einer raus. Ich glaube, den kann man auch nicht grüßen. Zumindest reagiert er nicht. Ja, solche Egomanen gibt es auch, ne? Gut, das war das Update quasi. Wie gesagt, der Start beim Satsuma, wenn du den Motor startest, das dauert ab sofort länger als normal. Und da wurde die Endschüsse so überarbeitet. Guten Sounds mehr wurden hinzugefügt. Der Großteil der Fahrzeuge haben jetzt Routen und das unterschiedliche, und du kannst mit der Taste K, wenn du die gedrückt hältst, kannst du grüßen. Man sieht also quasi die Hand, und bei Leuten, die hier durch die Gegend streifen, also durch die Gegend laufen, ja, die kannst du halt grüßen und die grüßen dich dann zurück. Das war das neue Update, was es jetzt vor kurzem gab für die Experimente-Version. Wie gesagt, über die normale Version gibt es dieses Update noch nicht, also ihr braucht die Experimente-Version von MySommerCar. Und wenn ihr die habt, dann zieht es quasi mal automatisch beim Start von MSC dieses Update
Kommentar runter. Und damit sind wir am Ende mit der neuen Folge von My Summer Car. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, gerne positiven Daumen nach oben da lassen. Und das noch nicht gemacht habt, gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge am Montag wieder. Wenn ihr schon wollt, morgen zum Livestream. Wenn wir mal zwei andere Spiele noch zusammen zocken bzw. anzocken. Und wenn ihr wollt, schon am Sonntag zu My Summer Car Podcast TV. Ich wünsche euch erstmal an dieser Stelle schöne Ostern. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.